Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte von Thüringen. Ich habe gerade Hafer verkauft, jetzt fahren wir wieder zurück zum Hof. Aktuell wird noch Feld 38 gedüngt und Feld 12. Feld 60 ist nun fertig. Und heute werden wir ein bisschen was tun, ein bisschen Holz. Leider können wir noch Holz machen. Ernte geht noch lange nichts. Aber wir brauchen ein bisschen Geld für unsere Schulden. Weil pro Tag ungefähr haben wir 25.000 an Kreditzinsen zu zahlen. Das heißt, in jetzigen Betrag wären das ungefähr 1, naja, 4, 6 Tage. Und da kommen noch andere Kosten hinzu, also wird nicht mal 6 Tage reichen. Und wir brauchen immer flüssige Mittel für Dünger und für Saatgut. Das heißt, wir haben die Maschinen voll. Mit auch mit Dünger. Traktoren sind auch vollgetankt. Im Grunde kommen wir die Runden, aber wir müssen sehen, dass wir immer ein bisschen im Plus sind und eine Möglichkeit, die Schulden bald zurückzahlen können. Was nochmal investiert werden muss, ist in die Mähtechnik. Da werden wir noch ein Pöttinger Mähwerk kaufen, vorne, hinten, je 2 Stück. Ich muss mal schauen, ob das geht. Mein Aussag geht auf jeden Fall, dass wir Ende Sommer, Prinzip gleich, nachdem es die Felder geerntet sind, Gras aussehen. Da haben wir die 3-4 Maschinen, die können einen Schlag alle machen. Und das Gras nochmal für in 3 Tagen erntereif wird, also zum Mähen. So dass wir im Herbst nochmal einmal kräftig Gras Silage bald machen können. Nachdem es daraus Silage geworden ist, nach 24 Stunden, dann werden wir das entsprechend in die BGH reinwerfen. Und so ein bisschen Geld verdienen. So, der ist jetzt auch ein bisschen reparaturbedürftig und waschbedürftig, sagen wir so. Das werden wir gleich machen. Unser Waschplatz hier. Na, schon sauber, das geht schon. Anhänger noch. Das geht auch. Bisschen reparieren wir noch beides. Alle 3 Sachen. Und bei 20%, dass dann ja zur Ernte auch entsprechend einsatzbereit ist. Wir wollen gleich reparieren. Ich habe noch 3 Ballen oder 4. Na gut, da wird auch noch nicht reicht, ne? Man könnte auch mit dem Überladewagen im Prinzip auch ins Silo fahren. Aber wie gesagt, ist ja der eine ist verpackt. Das sieht man jetzt schon. Das, was drin ist, auch nicht rauskriegen. Mal wieder reinsteigen und den nächsten beiden kriegen. Wir müssen in diesem Bereich drin sein. Markierung. Der Dolly brauchen wir und den Anhänger.
6 Tage. Wert noch 86.000, naja. So, wir hoffen, wie viel hat er im Tank? Tank ist halb leer. Dann tanken auch gleich. Ja, schon mit 0,1 Schaden, das gibt's ja gar nicht. Mal ganz schnell tanken, damit wir voll kriegen. Dieselproduktion, das kann man machen, aber wo das wiederum. Das muss ja auch noch mal gekauft werden, ne? So, das stellen wir auch mal da hinten hin. Neben anderen Hänger. Da werden wir mal später eine andere Halle bauen. Aber da müssen wir einmal theoretisch einebnen. So. Dünger läuft. Wir machen jetzt Holz. Geht ja nicht anders. Aber wir haben bewölkt, ne? Sonne. Durch unseren schönen Wald durchlaufen, ne? Busch, Holz im Gesicht. Laub und so ein Zeug, Nadeln, ne? Da werden wir gleich die Bäume hier vorne wegnehmen, links und da hinten noch die 2, 3. Das werden wir gleich auf 11 Meter einstellen. 11 geht nicht. 8 geht maximal unter dem hier. Den 9 will ich nicht leisten können, das bringt ja auch nichts. Was wäre der noch wert? PP. Garage. Was wäre der noch wert? Was haben wir dann? Unseren Vollroder. Da haben wir ihn. 350.000. Was kostet der? Was kostet der Neukauf? Pinose. 440. Das heißt, Verkauf und geht. Und können wir den verkaufen? Vorbeigelaufen wieder. Naja, doch. Da könnten wir auch einen verkaufen normalerweise. Weil. Ist aber drin oder leer? Müsste ja leer sein. Aber wir können eh nur einen auffüllen, ne? Können wir sogar ohne Schonung leisten. Ja, kennt man aber schon bei den Bergen, die hier haben, ne? Trelleborg. So,
Sagen wir trotz der. Gehen wir leicht in den LKW rein, holen wir den. Gut, dann ist Feld 12 auch fertig gedüngt. Und da können wir nachher Feld 38 im zweiten Sommertagprinzip auch nochmal düngen. Auch fertig. So, LKW. Wo nehmen wir den anderen gleich? Der ist hier vorne. Der geht sowieso nicht, dann wollen wir einen anderen nehmen. Ich glaube, hier muss mal rabiat sein. Wir müssen hier mal runterschubsen. Geht nicht anders. Extra einen Drescher holen deswegen. Dann können wir einen anderen VR-Satemi auf das Beta einstellen. Verdienen wir ein bisschen mehr und geht ein bisschen schneller. Wo ist denn der Punkt? Doch von vorne ranfahren. Bisschen ungünstig, weil da die Mauer ist. Ja. Ich überlege auch, ob wir nicht Mais machen könnten im nächsten Jahr und dann die Silos bedienen. Nur die Silos sind ein bisschen weit weg. Gut, man könnte mit der Fräse arbeiten und dann entsprechend die Anhänger voll machen. Aber ich befürchte, dass wir da nicht abkippen können, sondern im Prinzip eine Rampe. Man kann ja auch eine platzierbare BGH kaufen schon, ne? Wo man auch im Prinzip noch Zuhörrüben reinknallen könnte. Aber mal sehen, das ist eine Frage des Geldes. Wir müssen mal Geld verdienen. Ich denke mal, wir werden mal die BGH nehmen, wie sie ist. Die hat einen ganz guten Preis für Silage. Könnten wir uns gesund stoßen und mal einfach kräftig Gras aussehen. Wenn wir eine zweite Ernte heute noch in diesem Jahr hinkriegen, eine Grasernte zumindest, dann wäre das super. Noch mehr fahren wir eh nicht. So, mal sehen, wie am besten jetzt hinkommen und dann aufladen kann. Wir werden den ja ranfahren können auf den, dass wir da flexibel sind. Können wir hier vorne stehen lassen. So. Wollen wir mal umstellen. Auch nicht schlecht, ne? Fahren wir irgendwie vorwärts rauf und brauchen nicht mit 25 km/h die weite Entfernung mal fahren. Und doch den Ding sowieso haben. Ich muss ehrlich sagen, ich finde Pinose bin besser dafür. Das ist ja genau richtig, ne?
Aber das Einzige, was mich stört, ist hierbei, man kann hier nichts absichern, ne? Das ist nicht vorgesehen. Denn was ich auflade, muss man absichern können, egal was. Ja, da hat er einen kleinen Schubse gekriegt. Ja, umgekehrt wäre es vielleicht gegangen. Rückwärts rauf und dann das Ding nach vorne. Ja, okay. Aber da machen wir keine Gedanken. Jetzt haben wir mal Deppen so los. Machen wir die Innensicht. Wollen wir das Elend gar nicht sehen. Kontrolle. Noch passt. Gott sei Dank, Mondschein, Taschenlampe. Dann bildet sie hier gerade von der Einfolge. Ja, der Urlaub ist zu Ende seit nun, ne? Und Vierteljahr weiter ist bald wie Weihnachten. Übrigens, ich habe mir ein Glaspaket. Ladung ist sicher. Zugelegt. Immerhin im Grunde ist es so, dass es ja hast ja die Maschinen hast ja im Grunde alle schon mehr oder weniger. Aber die Glasfläche habe ich gesehen, da gibt es eine Rundballenpresse mit Folie. Ich meine, das wäre eine Bereicherung, wenn man so verschiedene Sachen hätte. Ich warte mal drauf, was von links kommt hier, mit Kronen und so. Das kann auch noch was kommen, theoretisch. Entschuldigung. Aber ein Überladewagen ist ja nicht schlecht, da bist du ja mit dem Ruckzuck wieder da, ne? Aber die Bremse ist ein bisschen schwach. Ich habe mal Angst, dass ich mir die Bremse hier kaputt mache. Wenn ich drauf trete wie wild. Und hier ist ein bisschen riskant, da muss man. Oh, liegt aber wieder eins. Wie gesagt, das ist zum Festmachen ist nichts. Aber das soll wohl so schwer haften, dass er im Prinzip dann auch liegen bleibt. 17, das wäre runtergefallen. So, meine Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Natürlich auch ein Danke dafür. Es entstehen keine Kosten, keine Verpflichtungen. Einfach nur, so, wer es möchte, der macht es und wer es nicht, geht auch. Dann seid mal Füße und Winke-Winke. Natürlich freue ich mich, wenn einer wieder reinschaut. Ciao, ciao, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.